Einen wunderschönen guten Morgen. Der zweite Tag unserer Schwedentour ist angebrochen. Wir sind schon unterwegs. Es ist gerade kurz nach 8:30. Das Wetter ist heute angesagt bis zu 23 Grad und wir haben heute 440 Kilometer vor uns, wobei wir haben einige Stops mit eingeplant. Mal sehen, was uns heute so erwartet. Was ich schon mal verraten kann, wir fahren gleich über die Öresundbrücke und durch den Tunnel. Und dann wollen wir noch einiges Historisches unterwegs besuchen, wo wir vielleicht auch noch eine Kaffeepause machen. Also dann, bis später. Und da sind wir schon im Tunnel angelangt. Dieser ist jetzt 4,5 Kilometer lang und gehört auch zu der Mautstrecke dazu, wo man über die Öresundbrücke fahren kann. Maut habe ich jetzt bezahlt, ich glaube 59 Euro waren das, ist aber die einfache Tour. Wahrscheinlich bei hin und zurück kann man noch etwas sparen. Aber der Rückweg wird uns führen über Trelleborg nach Rostock. Wenn man aus dem Tunnel raus ist, gelangt man auf eine kleine Insel, die noch vorgelagert ist vor der Öresundbrücke. Aber wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, ein bisschen trübe heute, ist die Öresundbrücke. Diese ist knapp 8 Kilometer lang. Ein paar Daten schreibe ich euch unten gleich noch rein, weil ich habe mich diese Reise nicht wirklich über solche Dinge vorbereitet. Aber ich hoffe, das wird für euch nicht das Problem sein. Wenn wir die Öresundbrücke überfahren haben, kommt dann auch die Mautstation. Wir brauchen an keinen Bezahlautomaten ran, weil wir vorab online schon die Maut bezahlt haben. Dort sollten wir dann einen grünen Fahrstreifen nehmen, wo dann automatisch das Kennzeichen gelesen wird und dann sollte hoffentlich die Schranke auch aufgehen. Aber ihr werdet dabei sein, ich werde die Kamera anmachen. Die Öresundbrücke ist die weltweit längste Schrägseilbrücke für den kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. Sie bildet zusammen mit dem Doktentunnel und der künstlichen Insel Peberholm die mautpflichtige Öresundverbindung, welche die dänische Hauptstadt Kopenhagen mit Malmö in Schweden verbindet. Und da wären wir schon in Schweden. Die Grenze war kurz vor den ersten Pfosten. Und jetzt nähern wir uns der Mautstelle an. Und wie gesagt, wir müssen einen grünen Fahrstreifen nehmen. Mal sehen, ob das auch wirklich so funktioniert, wie das uns angegeben wird. Fahren Sie durch die Mautstelle. So, wir fahren mal auf die Grüne zu. Mal sehen, was passiert. Fahren Sie durch die Mautstelle. Zum Glück ist auch keiner vor uns. Super, das hat geklappt. Bestens. Folgen Sie E20 für 21 Kilometer. Und das hat auch ohne Probleme funktioniert. Also ich kann es euch empfehlen. Bucht euch ein Ticket vorher und ihr könnt ohne Probleme durchfahren. Wir haben jetzt Malmö hinter uns gelassen und sind jetzt in Lödeköping, wenn ich es so richtig gesehen habe.
bei einem Wikingermuseum. Das hat aber vorübergehend geschlossen. Es soll aber noch ein Außengelände geben. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Für alle, die campen wollen, bei diesem Punkt, also ich schreibe euch mal die Koordinaten unten rein und in der Beschreibung auch das Museum. Dort gibt es einen Stellplatz für Wohnmobile. Was ich gerade so gelesen habe, eine Nacht kostet hier 10 Euro. Und es kann auch online gezahlt werden. Hier gibt es in Schweden so ein Bezahlsystem. Aber wir gucken mal, was wir hier vielleicht noch so entdecken können. Also das Museum hat geschlossen, aber man kann sich zumindest hier ein bisschen umsehen. Wir haben zumindest auch keine Verbotsschilder gesehen. Ist eigentlich sehr anschaulich hier und ja, kann man als kleinen Stopp wohl mal einplanen. Wie gesagt, Koordinaten und das Museum werde ich euch natürlich unten verlinken oder auch hier unten reinschreiben. Historischen Platz gefunden an diesem Museum. Das ist ein bisschen symbolisiert an dem Glockenstapel hinter mir. Und zwar gab es hier zwei Holzkirchen. Die ältere ist ungefähr 1050 bis 11. Jahrhundert erbaut worden. Im 12. Jahrhundert die zweite etwas größere Kirche. Und hier hat man bei den Ausgrabungen in den 70er Jahren ungefähr 1400 Gräber gefunden. Liz hat gerade noch was übersetzt, weil im Schwedischen gibt es da ein paar mehr Informationen, dass in einer Kirche ein Paar begraben war, was vermutlich ein Stammeshäuptling und seine Frau gewesen ist. Und viele dieser Toten, die man hier gefunden hat, bei denen hat man auch immer gefunden, ein Geldstück im Mund. Wir sind jetzt am nächsten Punkt unserer heutigen Tour angekommen, und zwar in Rönneberga. Hier gibt es ein Gräberfeld von Grabhügeln aus der Wikingerzeit. Also hier sieht man zum Beispiel eine. Und hier ist zum Beispiel auch ein Grabhügel vom Holger dem Dänen. Der ist zum Beispiel im Durchmesser 35 Meter und 4 Meter hoch. Holger soll übrigens mit kompletter Rüstung in dem Grabhügel sitzen. Und wenn Dänemark wieder in Schwierigkeiten sein sollte, steht er auf und rettet Dänemark. Eine sehr interessante Geschichte. Also im ganzen Gebiet hier sieht man hier Grabhügel. Hier müsste man jetzt durchs Rapsfeld laufen, weil dort ist schon der nächste. Und auch hinter mir bei dem Hof sind auch mehrere Grabhügel und auch sehr große Grabhügel zu sehen. Ein weiterer Stopp auf unserer Tour Richtung Norden. Und zwar sind wir hier jetzt angelangt bei der Kirchenruine von Ria. Sehr passend auf dem Hinweisschild stand drauf, das hatte Lisma übersetzt, die Kirche ist jetzt nun eine Ruine, hat den Himmel als Dach und Gänseblümchen als Boden.
Wer von euch das Golfspielen liebt, hat natürlich hier auch noch eine Chance, weil es gleich nebenan noch ein Golfplatz. Die Kirche selbst entstand wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und bestand noch bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Gemeindekirche. Jetzt sind wir hier bei den Überresten der Kirche von Halsjö. Sie soll aus dem späten Mittelalter stammen, also 15. Jahrhundert rum, aber soll aufgebaut worden sein auf einer Vorgängerkirche aus Holz. Man hat jetzt zumindest eine Marienabbildung auf einer Kupferplatte gefunden, wo man datieren konnte, dass sie aus dem 12. Jahrhundert stammte. Und am Südeingang, vermutlich da, wo Liz gerade steht, soll sich ein Waffenhaus an der Kirche befunden haben. Abbildungen, wie die Kirche mal wirklich ausgesehen haben sollte, oder schriftliche Überlieferungen, wie sie auch von innen ausgesehen haben sollte, gibt es leider nicht. Neben der Kirchenruine ist denn hier auch noch ein Gräberfeld zu sehen aus der Wikingerzeit. Das sind doch ein paar mehr Grabhügel, wobei diese werden wohl eher sein hier für die relativ einfachen Soldaten, Leute oder so. Und so grober Überblick, keine Ahnung. 30, 50 Stück. Ich hatte ja was gerade erzählt von der Anzahl der Hügel hier, aber es sind doch mehr. Es sind ungefähr 150 Grabhügel, die eisenzeitlich sind, 500 bis 1050 nach Christi, und die Vermutung ist, dass die Grabhügel aus mehreren Dörfern herrühren. Also ist eine größere Grabstätte. Ab dem 12. Jahrhundert tauchten dann hier auch die Kirchen auf. Zur eisenzeitlichen Zeit hat man die Menschen eingeäschert und Grabbeigaben dabei gegeben. Später zur christlichen Zeit, wo ich sagte, im 12. Jahrhundert, wo die Kirchen hier auftauchten, dort haben denn die Menschen Erdbestattung bekommen, also komplett und nicht mehr eingeäschert.
Wir machen heute noch mal ein paar Höhenmeter, weil eigentlich wollte ich unten zu der Hütte, die ich euch gezeigt hatte, aber da wird gerade die Brücke neu gebaut. Wir sind hier in der Nähe von Jönsköping und dort soll es noch einen natürlichen, schönen Aussichtspunkt geben und Überreste einer angeblichen Burganlage. Mal sehen, ob wir da noch was finden. Zumindest scheint es schon mal, dass wir den Aussichtspunkt entdeckt haben. Wir fuhren an diesem Tag nach Tronos. Dort hatten wir unser Hotelzimmer. Da wir aber sehr geschafft waren von der langen Strecke, haben wir uns noch schnell was im Supermarkt zu essen geholt und sind dann früh zu Bett. Darum habe ich auch nicht weiter gefilmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch wieder beim nächsten Teil mit dabei.